Der gestiefelte Kater. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen. Der Esel Getreide holen und Mehl forttragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater, denn weiter blieb für ihn nichts übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst: Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann mahlen, mein Zweiter auf einen Esel reiten, was kann ich mit dem Kater anfangen? Lass mir einfach ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei. Hör, fing der Kater an, der alles verstanden hatte. Du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Wir machen das wie folgt. Lass mir anstelle dessen lieber ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Vertraue mir, wenn du das tust, soll dir bald geholfen sein. Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Überraschenderweise führte der Schuster, ohne mit der Wimper zu zucken, den Auftrag aus. Und hätte er das nicht getan, vielleicht wäre dann die Geschichte hier schon vorbei. Als sie fertig waren, zog sich der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drin war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief: Halt! Wohin? Zum König. Bist du toll? Ein Kater zum König? Ach, lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Zudem, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieser Kater hier kann sprechen. Das ist nun auch nichts, was man jeden Tag so sieht. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: Mein Herr Graf. Dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen. Einige sprechen von so etwas wie Herr Marquis von Carabas oder ähnliches. Lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier diese Rebhühner. Wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk. Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er Depp nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor dem Müller hin.
Da hast du etwas Gold von dem König, der dich ihm übrigens grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt. Der Müller war froh ob den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Ausreichend Geld ist gut, aber Geld im Überfluss ist halt besser. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an. Dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Und für einen Grafen hast du noch weit zu wenig Geld. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang, für den er erneut mehr als fürstlich belohnt wurde. So ging es alle Tage. Und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte, »Ach, ich wünschte, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Gasthaus gehen, einmal ein Trinken und vielleicht etwas Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren, an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Hör mal, wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Doch folgte er dem Kater. Immerhin hat der Kater ihn reich gemacht. Er schien zu wissen, was er tut, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang in das Wasser. Was man halt nicht alles so macht, wenn das eigene Katzentier Befehle gibt. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allergnädigster König. Mein Herr, der hat sich hier zum See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht böse darüber, denn der vermeintliche Graf war jung und schön. Und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über 100 Leute waren und Heu machten. Wem ist diese Wiese, ihr Leute? Fragte der Kater. Dem großen Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem diese Wiese gehört, so werdet ihr antworten, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Und wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so werdet ihr antworten, dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König hier vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so werdet ihr antworten,
dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so groß und stark ihr seid, glaubt mir, ihr werdet alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er aber kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein, ohne anzuklopfen oder zu fragen, wie Katzen halt so sind, und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn endlich, was er denn wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »O großer Zauberer, ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was ein Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Es ist ja auch keine Schwierigkeit. Aber von einem Elefant, das scheint mir dann doch ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Denn die Leute reden ja viel. Aber die Beweise sind's, die fehlen.« Der Zauberer sagte stolz, »Ein Elefant also, ah, das ist für mich eine Kleinigkeit.« Und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt. »Ah, das ist viel«, sagte der Kater, »aber geht es auch in einen Löwen?« »Na, das ist auch nichts«, sagte der Zauberer, dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken auf und rief, »Das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie, was sagen wir, wie eine Maus verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt. Aber das wird dir doch zu hoch sein. Eine Maus kannst du nicht.« Der Zauberer war ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, »Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch«, und sprang als eine Maus im Zimmer umher. Schnapp! Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus und mit einem Satz fraß er sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam endlich zu einer großen Wiese. »Wem gehört denn das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen«, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. »Oh, ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. »Ich bin so überrascht wie ihr. Ich meine, danke, eure Hoheit.« Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen.« »Ei, Herr Graf, große und schöne Ländereien.« Darauf zu dem Wald. »Wem gehört das Holz, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen.« Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein überraschend reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht einmal mehr, dass ich selbst so einen prächtigen Wald habe.« »Das muss ich wohl sein, wenn ihr es sagt. Ihr seid der König und ich würde nie dem König widersprechen.« Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, »Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für seinen Lebtag glücklich machen wird.« Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein eigenes Schloss. Der, nennen wir ihn Graf, aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Was immer auch der König währenddessen tat, aber als sie einige Stunden später wiederkamen, da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen. Und als der König starb, ward er König. Der gestiefelte Kater aber ward erster Minister. Und er wurde nie wieder gefragt, ob er Mäuse jagen sollte.
Und die letzte Maus, die er in seinem Leben fangen musste, war zuvor ein Elefant gewesen.